Also Leute, nächstes Video, wir gehen rein. Mit diesem Trick habe ich Euro verdient, Rolex straight up 09. Ihr wisst ja, hier Dave, kennt ihr vielleicht, der versucht sich ja immer quasi eine Rolex zu erarbeiten durch gewisse Einnahmensquellen. Und heute hat er wieder mit irgendwas Geld verdient. Ich bin gespannt, wir starten rein. Abfahrt, Leute. Und jetzt habe ich einen in Real Life und er funktioniert. Oh, ich bin am Zittern. Rolex Trade Up, eine Serie, über die mich vermutlich die meisten von euch auf YouTube gefunden haben. Wir haben Sneaker gehandelt, Aktien gekauft, Poker gespielt, Mystery Boxen geöffnet und noch vieles mehr. Irgendwann wurde es ziemlich ruhig um dieses Format und mittlerweile ist die letzte Folge über 4 Monate her. Ja, stimmt, sehr schön. Daran muss etwas geändert werden. Wir haben uns eine Menge Gedanken gemacht, viel gearbeitet und die Qualität auf ein komplett neues Level gehoben. Wow. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Viel Spaß mit Staffel 2 von Rolex Trader. Geil. Ab jetzt kommt jede Woche eine neue Folge Rolex Trader. Aber das bedeutet ja, dass er es noch nicht geschafft hat, die Rolex zu kriegen, oder? Weil sonst wäre das Format ja quasi zu Ende. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, um mir so dieses Jahr noch zu 500.000 Abos zu verhelfen. Melde dich über folgenden Link bei Audible an. Melde dich über folgenden Link bei Audible an. Digga, das waren die einfachsten 20 Euro, die ich jemals Was? Warte mal kurz. Wieso halte ich irgendwelchen Leuten QR-Codes ins Gesicht? Wieso will ich, dass sie sich bei Audible anmelden? Und wieso zur Hölle bekomme ich dafür 10 Euro? Ganz einfach, Affiliate-Marketing. Wie genau das aber funktioniert und warum das einfach... Was? Man kriegt 10 Euro, wenn sich jemand über seinen Audible-Link da anmeldet? 10 Euro? Ein fucking Real-Life-Money-Glitch ist, mit dem man quasi unendlich Geld drucken kann, erfahrt ihr in diesem Video. Das Ganze funktioniert so. Man bringt einen Kunden dazu, ein Produkt zu kaufen und erhält dafür eine kleine Provision. Wie ihr wisst, benutze ich in diesem Projekt aber meine Reichweite nicht, was es unheimlich schwierig macht, mit Affiliate-Marketing Geld zu verdienen, weil es immer nur winzige Centbeträge sind, oder? Nach 2 Tagen Suchen habe ich endlich ein Affiliate-Marketing-Programm gefunden, das keine Centbeträge bezahlt, sondern richtig ordentlich Geld. Und zwar 10 Euro für jeden Probemonat, der über Audible abgeschlossen wird. Die Leute müssen nicht mal ein bezahltes Abo starten, sondern können einen Probemonat starten. Was, mit Probemonat auch? Kündigen. Ich erhalte dafür trotzdem aber 10 Euro. In welcher Welt das... Ey Leute, brauchst du einen Audible-Link, dann klickt ihr alle kurz auf Probemonat. Überleg mal, ich würde jedes Mal, angenommen alle 9.300 Leute, oder sagen wir einfach mal aufgrund 10.000 Leute hier live gerade, würden das machen. 10.000 mal 10 sind 100.000. Wenn ich jetzt so einen QR-Code hätte und ihr würdet das alle als Beispiel machen, dann würde ich einfach 100.000 Euro von Audible kriegen? Was, Digga? Wir müssen da mal jetzt genauer reinschauen, was da jetzt abgeht. Sinn macht, weiß ich nicht. Alles, was ich weiß, ist, ich muss möglichst viele Leute dazu bringen, über meinen Link ein Audible-Probemonat abzuschließen. Ey, und das Ding ist, genau so geht's wahrscheinlich weiter, ne? Wenn ich erstmal alle meine Freunde abgegrast habe, dann geistkrank. Und dann auf die Streets. Hä? Streets. Auf die Streets, Mann. Aber was fehlt uns auf den Streets? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein verficktes T-Shirt von Amazon draufsteht, damit die Leute denken, dass wir von Amazon bis und die vertrauen. Richtig. Das ist eigentlich sogar eine gute Idee. Wir würden gern Pullover bedrucken lassen. Natürlich wäre es aber viel zu viel Aufwand, wenn ich jetzt auf jeden Freund einzeln persönlich zugehen würde. Zum Glück hänge ich mit allen in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und da schreibe ich jetzt eine genaue... Warum ist hier Tabasco neben seinem Schreibtisch? ...genaue Anleitung rein. Hier Abo bestätigen, 60 Tage Audible ist ja auch ein nices Produkt so. Aber hier Bypass. Könnt ihr es auch direkt... Kanz OG, Gruß geht raus. Das gibt mir jedes Mal 10 Euro. Ey Jungs, was geht für ein kommendes Video, Rolex Trader? Und genau diese Sprachnachricht geht jetzt an jede Gruppe, in der ich im WhatsApp drin bin, bei der es mir nicht zu peinlich ist offensichtlich, und in meine Insta-Enge-Freunde-Story, weil da erreiche ich eben nur die Leute, die ich kenne und nicht meine gesamte Community. Das ist definitiv im Rahmen und das wäre eine Möglichkeit, die jeder hätte, auch ohne eine große Insta-Reichweite, zumindest das an alle seine Freunde über Insta zu verteilen. Ich habe einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Ich hatte einen Fehler in meinem Link, wo ich ein Wort drin hatte, das gar nicht zu dem Link gehören sollte. Scheiße. Die Leute wurden auf die Website geleitet, wo sie das Probeabo abschließen können. Amazon hat aber nicht gecheckt, dass sie mir das Geld geben. Sondern das Geld ist jetzt einfach verpufft. Schätzungsweise haben gestern 30 Leute aus meinem Freundeskreis ein Probeabo abgeschlossen, aber kein Cent ist bei mir angekommen. Scheiße, bedeutet, Mann. Wir starten bei Null. Wir sind in der Stadt, der unangenehm... Und das Problem ist, die Freunde sind ja dann auch schon weg, weil die können ja das ja dann nicht nochmal machen. Das ist ja das Problem dabei. Der Teil des Videos hat angefangen, jetzt werde ich hier Leute anlabern und probieren, sie von einem Probemonat Audible zu überzeugen. Oh nein. Aber es geht... Oh nein, so auf der Straße Leute anquatschen. Oh Bruder, das könnte ich wirklich nicht. In diesen nicht. Klamotten natürlich nicht. Deswegen habe ich mir nicht nur einen Pullover, der vorne und hinten mit Amazon und Audible bedruckt ist, geholt, sondern auch Sieht legit Flyer, aus. Die ich extra designt habe mit einem QR-Code, wo sich Leute drüber für den Amazon Audible Probemonat eintragen können. Und ich
dafür 10 Euro bekomme. Let's go. Hallo. Ey, wollt ihr einen kostenlosen Amazon-Probemonat? Ihr könnt sofort wieder kündigen. Ey, Bro, trag dich mal bitte für einen Monat kostenlos Amazon Audible ein. Ey, Jungs, schließt mal bitte einen Monat Amazon Audible for free ab. Dann krieg ich 10 Euro. Ihr könnt sofort wieder kündigen. Echt? Ja, ja, mach mal. Fuck, es ist so unangenehm. Willst du einen kostenlosen Amazon... Ah, schade. Und wenn ihr euch anmeldet für Pro... Also das ist schon wirklich krass unangenehm, ne? Ich könnte das nicht. Ich sage euch, wie es ist. Ich könnte das nicht. Dann kostet das für euch 0 Euro und ich bekomme 10 Euro dafür. Ich will euch gar nicht lang nerven, ne? Hier ist ein Monat kostenlos Amazon Audible. Direkt hier 50 Meter weiter nach vorne und dann links. Ciao, ciao. Ey, wollt ihr einen kostenlosen Amazon Audible-Monat? Klar, warum nicht? Easy. Darf ich dir einen kostenlosen Amazon Audible-Probemonat mitgeben? Nope. Wenn du's machst, krieg ich 10 Euro. Oh. Wenn du dich anmeldest, dann krieg ich 10 Euro. Echt? Wenn du dich angemeldet hast, ja, ja. Easy, danke dir. Feuer kommt, danke. Feuer kommt. Ja, ja, easy. Aber wenn ihr es macht, krieg ich 10 Euro for free. Die Leute werden das sofort in die Tonne werfen. Insgesamt hat das so mäßig funktioniert. Wir haben ich bin jetzt mal gespannt, wie viele das dann gemacht haben. 70 Euro eingenommen. Das ist gut, ist aber gut. Nichts im Verhältnis dazu, wie viele Leute wir angesprochen haben und wie viel Aufwand das ist. Wir müssen es uns einfacher machen. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, die nun folgende Idee würde in diesem Projekt alles auf den Kopf stellen. Ich schreibe alten Bekannten aus verschiedenen Gebieten, die einfach mehr Leute erreichen können, die ich nicht kenne. Und mache mit denen einen 50-50-Split. Die bekommen einen eigenen Code, einen eigenen Link und können so wieder anfangen, dass in ihrer Fußballgruppe, in ihrer Lesegruppe zu verteilen, Leute dazu zu bringen, kostenlos zu supporten und wir verdienen beide daran. Was geht? ASAP, ich habe nicht viel Zeit. Also quasi so eine Art, wie so eine Art Schneeballsystem eigentlich. Ne? Nur, also wenn die anderen das noch weiterführen werden, dann wäre es quasi ein Schneeballsystem. Aber so ist es quasi, ja. Amazon Schlau. Affiliate für Audible, ne? Ja. Real Life Money Glitch. Krieg schon ein paar Leute hin. Oha, was geht, Junge? Wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Gruppen mit Kollegen hast, gespannt. Dann würde ich mit dir 50-50 machen. Ja, können wir machen. Geil, dann erstelle ich dir gerade zwei Links. Ja, geil, Jom, Ehrenmann, dankeschön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das Ding ist, nicht mal in GTA habe ich jemals einen funktionierenden Money Glitch gehabt. Und jetzt Dave, dann hast du nicht meine Videos damals geschaut. Schade. Jetzt habe ich einen in Real Life und er funktioniert tatsächlich. Also es ist komplett gestört. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich habe mir nämlich was Geisteskrankes überlegt. Abseits von Rolex Trader möchte ich euch bitten, genau das zu tun, worum ich auch meine Freunde gebeten habe. Klickt bitte alle auf den Link in der Videobeschreibung, meldet euch für einen Amazon Audible Probemonat an und kündigt ihn sofort. Dave hat durchgespielt. Wenn du das mit deiner Community machst, ne? Wieder, wenn ihr ihn kündigen wollt. Das Ganze dauert keine 30 Sekunden, ich bekomme 10 Euro dafür und ich verspreche euch, das komplette Geld, was dabei rumkommt, geht bis zum Ende des Jahres für Videos drauf. Wir können anfangen, Mr. Beast-Kram zu machen. Ich kann eine Menge Geld und coole Sachen an die Community verschenken und ich habe riesige Pläne. Tut mir den Gefallen, meldet euch bei Amazon Audible für einen kostenlosen Probemonat an und unterstützt mich und die Videos bis zum Ende des Jahres. Wir schätzen jetzt alle, wie viel Geld über das Affiliate-Marketing in den nächsten 7 Tagen reinkam. Die Person, die am nächsten dran ist, gewinnt 1.000 Euro. Von mir. Nein! Aber ich frage mich, wie das für Audible oder wie die App heißt funktioniert. Die machen doch so Verlust damit. Also die zahlen wirklich für jeden Kunden, der nur einen Probemonat abschließt, womit die kein Geld machen, zahlen die 10 Euro, nehmen die in die Hand. Amazon hat einfach zu viel Geld, ne? 1.350 Euro. Unnormal viel, aber ich glaube halt, dass die Community voll viel schaffen wird. 41.200. Aber das ist doch jetzt nur mit Freunden, oder? 105.000. Also mit YouTube-Reichweite, ja, aber so mit Privatfreunden, glaube ich, sind die da ein bisschen... Spiel. Leo, wenn du gewinnst, am nächsten Rammel bekommst du 2.000. Yeah. Und ich sag 10, also wenn es jetzt nur mit seinen Privatfreunden ist, glaube ich, 10.000. Überlegt, das Gewinnspiel noch auszuweiten, sodass ihr auch mitmachen könnt. Schickt mir dazu einfach einen Screenshot des abgeschlossenen Probemonats und euren YouTube-Namen an folgende Mailadresse und ratet in den Kommentaren, wie viel Geld es sein wird. Die Person, die am nächsten dran sein wird, mit YouTube, mit Amazon-Gutschein. Ja. Viel Spaß und zurück zum Video. 24 Stunden später, es ist unglaublich. Ich habe 3 weitere Leute gesucht, die das alles für mich verteilen und mit mir quasi dieses Schneeballsystem starten. Ich habe innerhalb der letzten 24 Stunden 415 Euro mit Audible umgesetzt. Krass, schau mal, das ist mehr als die meisten verdienen mit ihrem Job so. Das ist zu krass. Eine konnte 29 Probemonate innerhalb meines Freundeskreises vermitteln. Eine weitere Person hat 7, eine weitere 4 und noch eine Person hat einen vermittelt. Es ist unglaublich. Ich brauch auch jetzt so heißt Audible es, das Netzwerk weiter ausbauen, sodass wir alle daran mitverdienen können, ohne dass irgendeine Person etwas dafür bezahlt. Krank.
Hallöchen, mein Lieber. Hey, was geht? Was geht, Bruder? Ich habe eine etwas andere Anfrage. Das ist ja echt schon wieder heftig, ne? Und ich würde dir die Hälfte, also 5 Euro, anbieten. Insgesamt habe ich jetzt 14 Leute, die mir dabei helfen, die Links zu verteilen. Die bekommen alle einen eigenen Link, damit wir genau sehen, wer wie viel umgesetzt hat. Wenn jeder von denen nur 10 Leute für diesen Probemonat ranbekommt, wären das 1.400 Euro. Jetzt gilt es zu hustlen, auf Goodwill zu hoffen und dann sind wir hoffentlich einen Schritt näher an der Rolex. Ey! Ja, eine Rolex kriegst du ja für 10.000. Wenn das ja so aufgeht, dann kannst du dir ja 10-mal eine Rolex kaufen. Moment, an dem wir erfahren, ja, ob unser Schneeballsystem tatsächlich funktioniert. Ich werde Amazon Partnernet aufmachen und sehen, wie viel dabei rumgekommen ist. Ach du Scheiße. Warte mal, bin ich hier richtig? Jetzt ist der richtige Tag. Ach du Scheiße. Wir haben heute alleine 590 Euro umgesetzt. Und er macht das nicht mit seiner Reichweite, er macht das so mit Privatfreunden. Das ist krass. Jemand in einer YouTube-Werbung habe ich ein Schneeballsystem aufgezogen, das funktioniert. Ich habe heute 295 Euro verdient. Krank, ohne krank. Du könntest davon leben, so. Finger zu krümmen. Digga, ist unglaublich. Jetzt heißt es, richtig reinhauen, die Leute nochmal richtig anfeuern und in den nächsten Tagen hoffentlich richtig ordentlich Geld umsetzen. Das Problem ist, dieses Video könnte theoretisch die letzte Folge Rolex Trade-Up sein, was schlecht wäre, weil ich habe noch eine Menge geplant. Egal. Dave macht Patek Trade-Up oder Richard Mille Trade-Up. 170 Euro. Heute alleine haben wir 1170 Euro. Zu krank. Ich bin am Zittern. Das ist echt, das ist wirklich Money Printing. Das ist einfach Money Printing, Digga. Irgendwie fühlt es sich auch falsch an. Das ist Money Printing. Tag 6, die Reise geht weiter. Heute haben wir 1115 Euro verdient. An einem Tag, Bruder. Das ist ja auf einen Monat, machst du 30.000 im Monat damit. Die Leute sind geisteskrank am Hasseln. Das ist zu heftig. Also er hat wirklich richtige Hustler eingestellt. Tag 7. Und passend zu Tag 7 haben wir über 700 Euro eingenommen. Und jetzt ab ins große Finale. Wie viel haben wir innerhalb von 7 Tagen mit Amazon Audible Affiliate verdient? Es ist komplett geisteskrank. Es ist tatsächlich ein Real-Life-Money-Glitch. So fühlt es sich zumindest an. Denn niemand hat dafür einen Cent bezahlt, außer Amazon. Und die haben 2.175 Euro an mich ausgeschüttet. Das hat er mit seinen Privatfreunden in einer Woche gemacht. Das ist die krasseste Rolex-Trader-Folge, die ich jemals hatte, was Gewinn angeht. Ich bin komplett pumped. Real Rap. Ich verstehe das System nach wie vor nicht. Real. Ich check das auch nicht, wie die das machen. In der Videobeschreibung ein Audible-Promo abschließt. Das war mit Abstand die geilste Rolex-Trader-Folge, die wir jemals hatten. Es hat sich angefühlt, Money Printing, Digga. Kohleautomaten zu stehen, wo die ganze Zeit kostenlos Kohle rauskommt. Und wir können das System überlegt ihr immer, Zehner. Gemeinsam noch auf die Spitze treiben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir dieses Jahr noch gemeinsam auf 500.000 Abonnenten auf diesem Kanal kommen. Vergesst nicht, das Video zu liken und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Also auf jeden Fall sehr geil. Check gern Dave aus. Krass. Also ich mag generell seine Videos sehr, sehr nice. Ihr könnt auch gerne den Affiliate-Code von Dave verwenden. Ich brauch auch sowas, ne? Wo kriegt man das denn her? Also das ist wirklich Money-Glitch, Digga. Zu krank.